Tag, Leute, willkommen zu der neuen Folge von Dark Souls. Ich bin Echos und das ist die 17. Folge, wo wir auch den Eisengolem eliminieren. Genau, ich war mir sicher irgendwie, dass ich im letzten Part den Eisengolem erledige, aber irgendwie nicht. Und glaub nicht, dass der Part jetzt so lang ist, weil ich mich so lange an dem Eisengolem versuche. Dies ist nicht der Fall. Und ich Idiot hab nicht beim Bonfire nicht gelevelt. Was mach ich? Ach so. Nee, wieso war ich nicht am Bonfire? Jetzt mal ernsthaft. Naja, auch egal. Gut, dann gehen wir mal direkt zum Eisengolem. Den wir auch. Boah, da sind wir fast gefallen. Den wir auch gleich schon gegenüberstehen. Nur, wie gesagt, ihn dann zu bomben. Im letzten Part wollte ich den ja schon töten. Hat man ja schon gesehen, so, aber. Ja, halt nicht, irgendwie. Zack, du, das ist zwar die zwei Stäbe. Zack, Deckel, ja. Okay, ne? Pass auf, Riese, genau. Hier, eliminieren wir den Bombenwerfer. Und es gibt eine echt coole Art, ihn zu töten. Das dauert vielleicht ganz kurz, bis er die, sag ich mal, die Attacke auslöst. Das ist so eine Art volle Energieattacke, ja, volle Stamina-Attacke. Danach muss er sich erstmal voll ausruhen. Und dazu muss ein kommen. Das ist jetzt. Wie man ja sehen kann, der stampft voll so und haut nur zu und jetzt ist er ja erstmal voll fertig. Und in der Zeit, wo er sich vermeintlich ausruht, oder beziehungsweise nicht vermeintlich, sondern er ruht sich aus, eliminieren wir ihn einfach. Töten ihn. Zack, ne, seinen Gegenstand im Raum trocken. Kann man auch nutzen. Und das war's. Ah, übrigens, die Bomben kann man kaputt machen, ich Idiot. Hab's nicht gemacht. So, und dort sehen wir den Eisengolem. Und ich habe den mal versucht, hier einfach mal zu snipen, aber ich glaube, das geht nicht, ne? Ist eigentlich voll der Logikfehler, finde ich, weil man kann ja alles snipen, irgendwie, auch den Drachen und so. Aber gut, der Drache ist ja nicht ein richtiger Boss, das ist eher so ein inoffizieller, sag ich mal. Kann man ja auch besiegen. Seinen Schwanz kann man ja auch ohne Pfeil und Bogen abschlagen, abschlagen. Ach ja, hier wollte ich auch nochmal hin, aber hier gab es nichts. Wobei, gab es hier vielleicht eine scheinbare Wand? Verdammt, ich habe keine Ahnung mehr. Jetzt im Nachhinein bin ich gerade am Überlegen. Aber auf jeden Fall, ja. Hier, das rüste ich mal ein bisschen, mich mal ein bisschen aus. Ja, erstmal irgendwie halt alles, was mir gut was bringt. Ja, eigentlich könnte ich hier den Klötern Tigerring nehmen, aber. Ja, auch egal. Mal war ich am Vergleichen, ob ich. Am Überlegen, ob ich entweder nehme ich das Iaito oder halt die großen. Und. Nee. Und, die großen ist ja eigentlich. Hänger besser. Bisschen vom Schaden, sag ich mal so, vom. Wobei geht, also Blutungsschaden ist echt schon krass, so. Aber die Großtanze macht ja auch Blutungsschaden. Ja, auf jeden Fall, das Iaito ist halt irgendwie schneller. Und ich versuche mich mit dem Iaito an den Boss. Und das Gesangswappenschild habe ich eh an, habe ich halt nur an, weil blocken kann man bei ihm eh nichts. Und hier ist schon die erste AOE-Attacke. Nicht AOE, was laber ich? Jetzt eine. Die Fernkampfattacke von ihm, sag ich mal. Zack, einmal durch die Beine. Einfach so schlagen. Und da sind wir runtergefallen. Das ist, war der einzige Tod. Genau. Aber ich glaube mir, beim nächsten Mal schaffen wir es ganz sicher. Indianerschwur. Und so. Uhuhu.
Ach ja, und diesen Part sind wir ja nicht nur hier in Sins Festung. Nein, es geht weiter außerhalb von den Gebieten, die wir, sag ich mal, schon satt haben. Sondern was ganz anderes, ja. Jetzt nicht irgendwie was Spaciges oder so, sondern einfach stimmungsmäßig, sag ich mal, heller. Also, ich sag mal, ja, mehr oder, ja, doch schon. Also, mehr oder weniger heller, außen zumindest. Sehr schön, die Gegend. Werdet ihr noch sehen, wie der Name der Gegend ist. Und hier können wir auch schon ganz persönlich vorbeilaufen, weil der Bombenwerfer ist ja schon weg und deshalb, also da müssen wir uns jetzt keine Gedanken drum machen. Lass er vielleicht mal wiederkommen. Ah, Balder Gamaschen. Gamaschen oder Gamaschen oder Gamaschen? Also mit R oder ohne? Muss mal. Weiß ich gar nicht. Egal. So, diesmal bist du. Bist du gegessen, Eisengolem? Verlorenes Gut zurückerlangt und. Bam. Ja, also ein paar Mal getroffen wurde ich schon irgendwie, aber eigentlich kann man den auch recht gut, finde ich, flawless nehmen, also. Ah, da war er mit einem Bein runter, also eigentlich. Man kann ihn echt richtig gut von der Map kicken, allerdings. Gut, das schaffe ich jetzt leider nicht. Boah, da hat er mich voll den Punch gegeben. Ich habe gedacht, er macht eine andere Attacke, so, weil sein Attackenschema kenne ich gar nicht mal so. Und ja, ich wechsle hier, glaube ich, gleich meine Waffe. Zack, 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 zack. So sind wir, genau. Und ja, und wir richten irgendwie fast immer noch denselben Schaden an. Dann habe ich hier noch einen Scheißschlag abgekriegt, aber eigentlich muss das schneller gehen, weil der Eisengolem ist echt nicht so schwer, das ist schwierig. Wobei, nee, wir machen doch schon mehr Schaden. So. Der Typ ist echt ordentlich am Nerven gerade. Aber er macht nicht so genau diese Attacke, wo man dann schön hinter ihn gehen kann und dann echt die ganze Stamina leer schauen kann. So, die Hälfte hat er nur noch. Knapp. Und hier ist jetzt demnächst sein Ende. Oh, und da hat er ein paar Gleichgewichtsstörungen, sag ich mal. Und das ist eigentlich für uns sehr gut. Und schau mal gleich an. Oh. Ich habe mir ein Bein gestellt. Ja, und das hier wird jetzt das Zeitliche segnen. Bekommt seine Seele, die Eisengolem. Das Eisengolem-Kernstück. Dann schaue ich nochmal hier ein bisschen, bla bla bla. Und hier kann man ihn halt erst recht gut runterkicken von der Brücke. Man muss ein paar Mal gegen sein Bein schlagen und dann ist er ein bisschen am Gleichgewicht verlieren. Und ja, hier eine Katze. So schön. So, hier sind wir in Anor Londo. Ankunft in Anor Londo. Ja, wie gesagt, die Achievements sind irgendwie alle voll crap. Ah, 56.693 Seelen haben wir. Und, ach ja, hier, der erste Gegner, gegen den habe ich irgendwie Probleme, ja? Also nicht wundern, später wird es echt schon besser. Also, keine Angst, denn ich wusste nicht mehr ganz so, wie die kämpfen. Und ja, wie von Anor Londo, man sieht, total erhellt. Sag ich mal, nicht ganz.
Nicht Dark Souls typisch, würde ich schon sagen, aber eigentlich ist Dark Souls ja düsterer ein bisschen. Und die Dinger haben halt gar keine Arcs-Range, wie man sehen kann. Schaut mal, wir stehen genau gegenüber von jemand. Und der haut erstmal sofort zu, ja? Ja, also gegen, wie gesagt, gegen den habe ich irgendwie Probleme, aber später geht das eigentlich. Und ich weiß nicht, wie er mich mit dem Schild angeblich ja getroffen hat. Da hätte ich das ja für wahrscheinlicher gefunden. Und wir hauen aus Versehen immer gegen sein Schild, ja? Und man muss eigentlich, wenn dann links stehen, oder halt hinter ihm. Und da habe ich irgendwie jetzt doch ein bisschen Panik bekommen und schlug sofort einen Estus. Zack. Und nochmal werden wir getroffen. Und hier nochmal total kritisch. Also ich habe echt keine Ahnung, wieso wir gegen ihn hier gerade solche Probleme haben. Aber wie gesagt, später ist alles gut. Und wir kommen auch irgendwie scheiße an ihm vorbei. Ah, jetzt. Also jetzt liegt er. Ja, jetzt stirbt er wahrscheinlich auch. Genau, Blutungsschaden, 64 Damage, zack, und er lebt immer noch. Bam. Aber wie man sehen kann, die geben echt ordentlich Seelen. 1500, ja. Und hier sind auch nochmal zwei von seinen Brüdern. Und hier denke ich, ja, scheinbar verwandt, das stimmt gar nicht. Wobei, vielleicht muss man gegenschlagen. Hab ich auch nicht versucht, ich Idiot. Naja, mache ich vielleicht noch demnächst. Na, Anor-Londo ist schon ziemlich schön, oder nicht? Seht ihr nicht? Doch, ich finde schon. Anor-Londo ist schon was Tolles. Und hier, wie man sehen kann, gibt es das Bonfire. Achtung vor der Verzweiflung. Ja. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor-Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Aha. Erstes Balkon verstärken, Reden verlassen. Genau, wir haben halt keine Feuerunterseele. Glaube ich, oder haben wir noch eine? Ah, genau, hier habe ich mich erinnert, ob wir überhaupt die Feuerseele von Dingen genutzt haben, aber die haben wir, glaube ich, nicht genutzt. Oh, 64 grüne Scherben, also. 99 ist übrigens das Maximum, also. By the way. Genau, aufsteigen. Erstmal ein paar Levels aufsteigen. Ich hoffe, ich tue das. Tue ich das? Bitte, ich tue das. Genau. Ah, 12.000. Ah, wir gehen hier voll kann auf Beweglichkeit. Demnächst plane ich übrigens auf Kondition zu gehen. Also 40 Beweglichkeit, 40 Kondition muss sein. Vor allem bei einem Dex-Rebuild. Der Rest kann ja auf, kann man ja irgendwie beliebig verteilen, entweder man nimmt Zauberei-Slots, vielleicht noch ein paar so Dextery Pyromane oder man kann ja auch, ne? Kann ja auch ein bisschen auf Wille scalen. Aber das ist echt, das ist halt nicht so das der Hauptschwerpunkt, sag ich mal. Also erstmal ganz wichtig, eine Beweglichkeit und Dextery. Wirklich, damit wir auch etwas mehr Stamina haben. Weil das ist ja das Geile an Beweglichkeitsbild. Vor allem bei mir, so, weil ich ja mit Katana spiele, können wir echt schön oft zuhauen. Und der Asi geht hier jetzt, glaube ich, zurück. Genau, das ist auch ein bisschen doof. Die haben halt eine hohe Arc-Range, aber gehen dann halt auch immer friedlich zurück. Und ja. Also irgendwie muss ich mich noch gegen die einkämpfen. Wahrscheinlich vielleicht werde ich gegen den auch noch ein paar Probleme haben, aber. Ah ne. Gut, hier geht das eigentlich. Gut, aber wie man sehen kann, hier kann man echt gut farmen. Hier sind drei Gegner. Also dann 4500 Seelen, die man hier bekommt. Mit unserem Estus Flakon plus 2, da klappt das auch echt gut.
Ja, ein paar Mal geschickt ausweichen, volle Kanne rauf auf ihn und dann sind die auch tot. So, und du wirst auch noch das Zeitliche segnen. Bam. Da, das war wie übrigens wieder dieser R2-Schlag, beziehungsweise RT-Schlag. Also der harte, ich weiß nicht, wie das auf einer Maus ist. Wahrscheinlich Rechtsklick. Achtung vor dir. Was? Ja, eine schöne normale Kiste, wie man sehen kann. Die Mond-Titanit. Und das ist übrigens ein Charakter, ein Boss, gegen den wir auch kämpfen werden. In diesem Abschnitt Arno Londo. Und dort ganz hinten sieht man seinen Partner. Ja, das ist tatsächlich ein Boss, der aus zwei Leuten besteht. Etwas anders so als sonst, kommt zumindest anders vor. Pass auf, Flügelwesen, bla bla bla. Pass auf, Menschlichkeit. Menschlichkeit. Ich weiß gar nicht, wieso ich da jetzt nicht gegenüber, wieso ich da jetzt nicht hingegangen bin. Ach ja, ich glaube wegen. Wegen seiner. Ah, oh, ja, stimmt. Weiß nicht wieso. Ich habe das jetzt einfach so gesagt. Ja, stimmt so. Findet ihr auch, dass es irgendwie wie Schokolade aussieht, so, die runter fließt? Zwar gerade irgendwie, aber ich finde irgendwie, ich erinnere mich ein bisschen an Schokolade. So, und hier Flügelwesen. Das kann ich euch mal zeigen, wie das sicher gelöst werden kann. Und zwar zucken wir den Bogen, ein paar Pfeile, und dann ballern wir auf den. Wie man sehen kann, man kann ihn töten. Also mit Gift geht das gut, ja? Mit dem Mehrschaden verzichtet mit normalen Pfeilen. Vor allem bei dieser Reichweite, da möchtet ihr einen Ring, der die Reichweite der Waffe erhöht, also beziehungsweise der Schüsse, der Pfeile. Doch, das treffe ich einfach nicht. Dreimal hintereinander, das ist ja. So, und die Dinger sind auch nicht giftresistent, wie man sehen kann, also. Aber dann, so kann man ihn halt sicher eliminieren. Ich weiß gar nicht, wieso ich eliminieren sage. Aber wir gehen dann doch schon lieber mal mit dem Nahkampf auf ihn, weil der ist ja jetzt nicht sonderlich schwierig. Das geht ja eigentlich. Ich würde hier nochmal schauen, ob es hier noch was gab, aber. Nee, Fehlanzeige. So, hier gehen wir mal auf den guten Herrn. Zack. Genau, so schnell geht das. Und der gibt auch 2500 Seelen. Allerdings spawnt die nicht wieder. Also nicht, dass ihr denkt. Ach ja, na, das hat jetzt irgendwie ein bisschen verstanden. Ich weiß gar nicht, wieso ich so wirr in dem Part rumlaufe. Eigentlich irgendwie ziemlich doof. Ich gar nicht. Bisschen doof. Ja. Was mache ich denn hier überhaupt? Was soll ich machen? Ach ja, ich werde euch den zweiten Weg zeigen von dem Partner. Von diesem Typen. So. Nehmen wir den Fahrstuhl hoch. Der sieht echt wunderschön aus. So. Es ist nach rechts hoffentlich. Oder gehe ich nochmal geradeaus durch? Ich habe eh noch genug Estus-Flakons. Na, da hat man auch schon einen von den Dicken gesehen und dort sind auch nochmal, wie man sehen kann, zwei Stück. Und schaut mal, das ist auch irgendwie total doof. Ja, ich pull ein. Da kommt doch einer, stimmt. Ich hab gedacht, komm, ich pull noch einen zweiten. Allerdings hier draußen mögen die es gar nicht so sehr zu kämpfen, ist ihnen wohl irgendwie zu kalt. Dass sie immer so, wie man sehen kann, jetzt hier sehen kann, also das ist immer zurück wollen, so ins Warme. Und hier konnte ich nichts machen, ich war von der Wand geblockt, ey, ganz scheiße. Ja, da hätte ich später springen sollen.
hier auch wieder. Ich weiß nicht, ich bin hier noch irgendwie ein bisschen zu. Ich will mich hier sehr stark schützen. Vor den Schlägen. Und dann springe ich die ganze Zeit, aber dabei ist das totaler Humbug. Ja, aber dann stirbt er jetzt auch hier so. Das ist dann kein Problem, ne? Zack. Und der nächste, bitte. Also wie gesagt, das mache ich immer so mit dem Bogen. Vor allem bei denen. Weil gegen zwei ist echt kacke. Immer schön pullen. Dann vorsichtig einen eliminieren. Ich meine, mit meinem Eliminieren. Töten, erledigen, flachlegen, was weiß ich. Aber nicht eliminieren, Mann. Das geht nicht. So, komm schon. Was hat mir den Arsch? Klingt sehr ekelhaft, ja, ich weiß. Ich hab, gegen den habe ich ja noch größere Probleme als gegen den am Anfang. Aber später lockert sich das wirklich, weil ich habe ja schon, wie gesagt, ich bin ja eigentlich schon weiter. Ich muss das Ganze dann nachkommentieren. Und später habe ich echt keine Probleme mehr mit denen. Und halt im Vergleich zu den anderen Gegnern, wie man sehen kann, ja, Zerträge und so. Aber trotzdem, wie man mit durch den Sprung sehen kann, halt trotzdem auch recht mobil. Und die Range von denen ist halt auch krass und die Schwingung auch. Die helle Ball echt ziemlich krass auch. Und deshalb halt. Ne, deshalb halt. Und da droppen die riesen helle Bade. Genau. Und hier eine normale Kiste, wie man an der Kette sehen kann. Und schaut mal hier. Die Kette geht nach vorne. Das ist ein Mimikry. Aber einmal Stamina drauf und dann ist das Ding auch Geschichte. Da machen wir einen Fußballkick und zack, Eigentor. Mal gucken, was droppst du überhaupt? Kristallhellebarde, ja, das ist die Kristallverzauberung. Was für einen Schaden die macht, also was für einen magischen Schadentyp, sag ich mal. Weiß ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mit Kristall noch wirklich noch nie gespielt. Glaube ich. Ist aber halt stark, ja. Also. Ist halt stark. Lässt sich aber nicht reparieren. Und hier, wie man sehen kann, ne? Dort. Moment. Ich kann nicht, was ich mache. Und hier dieses Tor. Das ist einfach zu. Vielleicht eine Nebel untersuchen? Geht nicht. Versiegelt durch die Macht des großen Gwyn. Ja. Es geht halt einfach nicht. Hier ist das vielleicht eine magische Wand. Ich bin mir gar nicht sicher. Wieso habe ich das nicht untersucht? Ich bin mir wohl voll siegessicher, also nicht sicher, aber irgendwie. So. Und der Part ist auch schon gleich zu Ende. Das ist total doof, was ich hier überhaupt alles. Ich schaffe ja gar nichts. Ich habe jetzt dort welche geklärt. Dann hier jetzt und das Tor habe ich euch gezeigt. Den Gargoyle habe ich getötet. Den Fahrstuhl habe ich aktiviert. Und das war's auch. Also, das ist irgendwie viel zu wenig. Also, in den 24 Minuten schaffe. Nee, wobei, ich habe ja den Eisengolem erledigt und so. Ich dachte schon, ich habe das alles in den letzten 24 Minuten gemacht. Das wäre ja viel zu wenig. So, auf jeden Fall ein Punkt auf Kondition. Ne, auf Beweglichkeit gehe ich doch und ja. Dann würde ich mal sagen, dass ich mich, wohl oder übel verabschieden muss. Bis dahin. Ciao.